Als Menschen verbringen wir ungefähr ein Drittel unseres Lebens schlafend. Wenn es natürliches Licht gibt, wachen wir auf und nachts fühlen wir uns schläfrig. Dieses Phänomen wird als Tag-Nacht-Zyklus des Körpers oder zirkadianer Rhythmus bezeichnet. Zirkadiane Rhythmen steuern, wie wir schlafen und wann wir aufwachen. Sie werden durch den Anstieg und Fall bestimmter Chemikalien, wie den Hormonen Melatonin und Cortisol, sowie dem Neurotransmitter Adenosin gesteuert. Melatonin zum Beispiel ist lichtempfindlich, steigt bei Dunkelheit an und hilft uns, in einen tiefen Schlaf zu fallen. Cortisol erreicht mitten in der Nacht seinen Höhepunkt und verursacht den REM-Schlaf, die Phase, in der wir träumen, und weckt uns dann auf. Adenosin baut sich im Laufe des Tages auf, verringert allmählich unsere Wachsamkeit und macht uns schließlich müde. Über 24 Stunden, bei jemandem, der von 22 Uhr bis 7 Uhr schläft, sehen die Veränderungen von Melatonin, Cortisol und Adenosin typischerweise so aus. Obwohl Menschen unterschiedliche zirkadiane Rhythmen haben, die als unterschiedliche Chronotypen bekannt sind, verschiebt sich der Rhythmus selbst, wenn wir aufwachsen und älter werden. Kinder werden typischerweise mit einem frühen zirkadianen Rhythmus geboren. Aber wenn sie in die Pubertät kommen, setzt die Produktion von Melatonin und Cortisol später ein. Dadurch reagieren ihre Körper weniger auf Licht und werden etwa 2 Stunden später müde. Sie treten in eine sogenannte verzögerte Schlafphase ein. Da die meisten Schulen sich nicht an diese Veränderung anpassen, schlafen Teenager an Wochentagen weniger und an Wochenenden mehr. Ein Phänomen, das als sozialer Jetlag bekannt ist. Und das führt zu allerlei Problemen. Wenn Teenager nicht genug Schlaf bekommen, haben sie Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und neue Informationen aufzunehmen. Oft können sie sich nicht daran erinnern, was sie tagsüber gelernt haben. Dies liegt daran, dass Schlaf essentiell ist, um unsere Erlebnisse ins Langzeitgedächtnis zu konsolidieren. Teenager durchlaufen natürlicherweise eine Phase vieler neuer Empfindungen und stecken oft in einer Identitätskrise. Menschen, die weniger schlafen, haben auch weniger REM-Schlaf, die Phase, in der wir träumen und die uns hilft, Emotionen zu regulieren. Wer davon nicht genug bekommt, könnte besonders sensibel, launisch oder unfähig sein, seine eigenen Gefühle zu verstehen. Ein Mangel an Ruhe führt zu mehr Stress während des Tages, was wiederum zu Schlaflosigkeit in der Nacht führen kann. Ein Teufelskreis, der Jugendliche, die von Natur aus angespannter sind, besonders treffen kann. Im besten Fall beeinträchtigt der Stress ihre Kreativität. Im schlimmsten Fall führt er zu Angstzuständen oder Süchten. Dies könnte ein Grund sein, warum Untersuchungen zeigen, dass die Selbstmordrate unter Teenagern steigt, wenn ein neues Schuljahr beginnt. Schlaf reguliert auch die Hormone, die für unseren Appetit verantwortlich sind. Wenn Teenager nachts nicht genug schlafen, neigen sie dazu, tagsüber mehr zu essen. Das Ergebnis kann Fettleibigkeit oder Essstörungen sein. Die Lösung könnte einfach sein: soziale Normen an biologische Fakten anpassen und Teenagern erlauben, entsprechend ihrem natürlichen zirkadianen Rhythmus zu schlafen. Und einige Schulen haben genau das getan. Im Herbst 2015 kündigten die öffentlichen Schulen von Seattle an, dass sie die Schulbeginnzeit von 7.50 Uhr auf 8.45 Uhr verschieben würden, um sich an den zirkadianen Rhythmus der Teenager anzupassen. Das Ergebnis? Die Schüler bekamen durchschnittlich über 30 Minuten mehr Schlaf pro Nacht. Sie zeigten eine höhere Konzentrationsfähigkeit, berichteten von einem besseren Wohlbefinden und einer erhöhten Lernmotivation. Was denkst du? Sollten weiterführende Schulen sich an den biologischen Rhythmus der Schüler anpassen? Wie hat sich dein Schlafrhythmus entwickelt und dein Leben beeinflusst? Teile uns deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere unseren Kanal. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findest du auf sproutschools.com.